Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie sehr herzlich begrüßen zur ersten Pressekonferenz hier bei uns im Stadion, zu einem Spieltag zumindest im neuen Jahr. Ich denke, es ist auch noch die Zeit, Ihnen alles Gute zu wünschen für das neue Jahr. Wir haben gesehen das Spiel Rot-Weiß Essen gegen den Halleschen FC. Das Endergebnis lautet 0:0. Ich begrüße hier am Tisch die beiden Trainer, nämlich unseren Gast André Meyer und Christoph Dabrowski. Bevor wir zu den Trainern kommen, habe ich erstmal ein paar Ergebnisse für Sie aus der dritten Liga, nämlich Wien Wiesbaden gegen Elversberg 1:0, Osnabrück gegen Viktoria Köln 3:1, Mannheim gegen München 60 3:1, Saarbrücken gegen Duisburg 2:3 und Freiburg gegen Verl 1:1. Hier bei uns an der Hafenstraße hatten wir 17.070 Zuschauer. Ja, und was gibt es zum Spiel zu sagen? Da fragen wir doch zuerst mal unseren Gast, bitte André Meyer. Ja, vielen Dank, hallo in die Runde. Ich würde mich den Wünschen, den Neujahrswünschen erstmal anschließen. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber dann alles Gute fürs neue Jahr. Erstes Spiel im neuen Jahr. Ist ja mal so eine Standortbestimmung. 2,5 Monate ist jetzt, glaube ich, her, dass das letzte Spiel stattgefunden hat. Mit dem Ergebnis 0:0 sind wir natürlich zufrieden. Die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist in der ersten Halbzeit, trotz der Platzverhältnisse, die natürlich über die 90 Minuten hinweg immer schwieriger wurden, hat man insgesamt eine gute Struktur im Spiel, hatten uns schon vorgenommen, trotz der Platzverhältnisse eine gewisse Dominanz auszustrahlen. Das haben die Jungs gut gemacht, haben den Ball laufen lassen, hatten insgesamt auch eine Stabilität gegen den Ball, was für uns auch immer Thema war, dass wir so wenig Chancen wie möglich zulassen wollen. Was trotz der Wetterverhältnisse natürlich immer mal zu halben Wellen führen kann. Ich fand, wir hatten eine gute erste Halbzeit, wir waren gut im Spiel, wollten das auch in der zweiten Halbzeit beibehalten. Hatten dann natürlich eine sehr wilde Phase in beide Richtungen. Es war dann komplizierter zu spielen. Das Spiel war dann eher auf lange Bälle ausgerichtet. Da verlierst du auch mal insgesamt die Struktur. Bin aber über 90 Minuten mit der Leistung meiner Mannschaft mehr als zufrieden. Es war eine Standortbestimmung, mit der wir weiterarbeiten können, darauf können wir aufbauen. Wenn man die einzelnen Ereignisse nimmt, klar, wir sind zufrieden mit dem Punkt. Ärgerlich ist, dass wir drei große Möglichkeiten für uns nicht genutzt haben. Das war die von Jonas Niedfeld in der 6. Minute aus der Pressing-Situation. Dann hatte Zimmerschied die Situation in der zweiten Halbzeit leider nicht zu Ende gespielt. Und dann haben wir den Pfostentreffer noch von Alex Winkler hinten raus. Das sind drei Möglichkeiten. Würden wir uns natürlich freuen, wenn so eine Chance mal reingeht. Ansonsten haben wir noch mehrere Möglichkeiten, so halbe, wo wir nicht in die Situation reinkommen, wo es zum finalen Torabschluss kommt. Das sind aber Kleinigkeiten. Wir freuen uns jetzt erstmal über den Punkt, den nehmen wir gerne mit und werden diesen positiven Trend hoffentlich auch nächste Woche weiter fortsetzen. Und möchte auf dem Wege noch Andreas Wiegel, weiß jetzt nicht, was er hat, aber erstmal alles Gute wünschen. Hoffe, dass da jetzt nichts Schlimmeres passiert ist. Und ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Meyer. Und dann darf ich gleich überleiten zu Christoph Dabrowski. Ja, von mir an uns dann. Das Spiel ist eigentlich relativ kurz zusammengefasst. Für uns war das von der Personalkonstellation schon brutal. Hat sich gestern herausgestellt, dass der ein oder andere Spieler ausfällt. Hema, Götze, Young. Somit war es die Chance für die Spieler, die hinten dran waren. Platzbedingungen waren brutal, es war sehr viel auf Zufall ausgerichtet und von daher war es ein sehr chancenarmes Spiel und dementsprechend auch ein gerechtes Unentschieden. So ein Spiel wird dann vielleicht mal durch eine Standard entschieden oder vielleicht durch einen Elfmeter, der meiner Meinung nach auch in der zweiten Halbzeit hätte gegeben werden können an Berlinski. Aber so müssen wir uns begnügen mit dem 0:0. Ja, wenn wir es nicht schaffen, Spiele zu gewinnen in der dritten Liga, dann schaffen wir es, diese Spiele auch nicht zu verlieren. Das ist uns gelungen. Wir haben Halle auf Distanz gehalten und nehmen den Punkt mit. Ich glaube, dass es diesmal relativ einfache Nachbereitung geben wird, weil da wird es nicht so viel zu analysieren geben. Deswegen haken wir das schnell ab und nächste Woche geht es weiter. Ja, und da wollen wir unseren Weg fortsetzen, am besten mit einem 3 entfernen. Euch alles Gute, vielen Dank für die Genesungswünsche an Andi. Ich hoffe, dass Ihnen nicht allzu viel passiert ist und dass er schnell wieder zur Verfügung steht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Christoph. Nun wieder Gelegenheit für Sie, Fragen an die Trainer zu stellen. Bitte benutzen Sie das Mikrofon, das der Michael Ihnen reicht, damit Sie auch in den anderen Räumlichkeiten zu verstehen sind. Ich hätte mal eine Frage an beide Trainer. Da fahren sogenannte Fans durch die halbe Republik, um dann einen Spielabbruch zu riskieren vor dem Spiel direkt. Was geht denn solchen Leuten vor? Haben Sie da eine Erklärung? Ich stand jetzt nicht unmittelbar im Block und konnte mich jetzt mit keinem der handelnden Personen jetzt austauschen. Natürlich ist es so, dass die Plattform Fußball für andere Themen immer genutzt wird. Ich denke, der Schwerpunkt sollte immer auf dem Platz liegen und nicht bei Randgeschichten. Und ich denke, dass das auch dahingehend dann auch in der Nacharbeitung auch nochmal entsprechend ausgewertet wird. Ja, andere haben alles dazu gesagt. Den schließe ich mich an. In die Richtung, bitte. Hallo zusammen, auch von mir. Eine Frage an Christa Dabrowski. Sie haben ja gerade schon Andreas Wiegel angesprochen. Von der Tribüne aus war es schwierig zu sehen, was er genau davongetragen hat. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, um was für eine Verletzung es sich bei ihm handelt? Ja, das kann ich noch nicht genau sagen. Ich habe nur gehört, dass er in der Grätsche auf dem Boden lag und der Gegner dann unglücklicherweise mit seinem Knie gegen seinen Kopf geprallt ist. Von daher ist ihm schwindelig geworden und er ist dementsprechend dann rausgekommen und auch direkt ins Krankenhaus gefahren. Müssen wir abwarten, wie die Diagnose ist. Ja, ich hoffe nicht, dass er eine Gehirnerschütterung hat, aber das müssen wir dann abwarten in den nächsten Tagen. Und jetzt haben Sie ja vor dem Spiel eigentlich angesprochen, man hat die Qual der Wahl bei der Personalsituation. Jetzt sind dann kurzfristig 3 Stammspieler weggebrochen und Wiegel ja dann ein 4. noch innerhalb der ersten Halbzeit. Wie schwer war das dann auch für Sie, das zu kompensieren? Sie haben ja dann in der Halbzeit dann auch direkt 2-mal gewechselt, aber so ein bisschen ist das Gerüst ja dann schon zerbrochen worden. Ja, da hilft kein Jammern, sondern wir haben einen qualitativ hochwertigen Kader und es gibt sehr viele Spieler, die hinten dran sind, aber doch nah dran an der Mannschaft und das ist dann die Chance für die anderen, in die Bresche zu springen. Allerdings war es heute wirklich für alle Spieler auf dem Platz, ja, auch für den Gegner wirklich brutal, auf diesen Platzverhältnissen einen gepflegten Ball zu spielen und von daher war das für die Zuschauer kein Zuckerschlecken, sondern Zermürbungskampf. Ja, und dementsprechend war das nicht von großen Torchancen geprägt, das Spiel. Ja, deswegen ist die Konsequenz daraus, dass keine Tore gefallen sind, nicht wenig, sondern gar keine Tore gefallen sind. Und deswegen muss man auch zufrieden sein mit dem Punkt. Ja, Herr Mayer, Kapitän Jonas Niedfeld war heute zurück. Wie sehr konnte er der Mannschaft heute schon helfen? Sie haben die Chance gleich zu Beginn angesprochen. Ja, wäre natürlich ein perfektes Drehbuch dann gewesen. Ja, ich hatte es ja gerade schon angesprochen. Also dadurch, dass die Platzverhältnisse sehr schwierig waren, hat sich das Spiel ja schon auf lange Bälle dann reduziert oder auf viele lange Bälle. Da macht der Jonas bei uns natürlich viel aus, wenn du so jemanden da vorne hast, der die Bälle festmacht oder verlängert. Das ist jetzt bei uns im Kader jetzt nicht 1:1 zu ersetzen. Deswegen haben wir uns gefreut, dass er heute einsatzfähig ist, dass er für uns da war. Das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, so eine schnelle Reha zu vollziehen und da zu sein. Zu sagen, ich will der Mannschaft helfen. Und wir freuen uns, er hat uns heute geholfen, er hat viele Bälle festgemacht. Und weiter geht's. Generell die Frage, wie Sie heute das Offensivspiel gesehen haben, wenn man Sie so beobachtet hat. In der ersten Halbzeit gab es so eine Szene mit Dominik Stetschik, da macht er vielleicht nochmal einen Haken zu viel. Zimmerschied haben Sie angesprochen, kann vielleicht selber abschließen, passt in die Mitte. Also ja, eine Spur schnörkelloser wäre da gut gewesen. Ja. Ja, es wurde jetzt ja mehrfach schon angesprochen. Also die Platzverhältnisse sind auch jetzt nicht so, dass du alles so umsetzen kannst, wie vielleicht unter anderen Voraussetzungen. Ich finde, wir haben insgesamt ein sehr gutes Spiel abgeliefert mit vielen Momenten nach vorne. Natürlich passt nicht jede Situation. Wir haben 3 klare Chancen, haben ein paar halbe, wo die Entscheidung vielleicht nicht immer die ist, die du vielleicht treffen musst. Dann ist es vielleicht mal ein technischer Fehler. In der Summe bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, was die Mannschaft heute abgeliefert hat und nicht nur inhaltlich, sondern auch, wie sie aufgetreten ist. Und wir sind in einer sehr komplizierten Situation, was die sportliche Situation halt angeht. So, wir sind auf jeden Punkt angewiesen und hier in der Hafenstraße einen Punkt mitzunehmen, ist erstmal steht erstmal nicht auf dem Papier, den musst du dir hart erarbeiten. Und die Mannschaft mit der Art und Weise, wie sie gespielt hat, hat mich gefreut und bringt natürlich viel Positives mit für die kommenden Wochen. Alex Winkler hat sein Debüt gegeben, war gleich heute in so einem Spiel stark gefragt. Er hat
einige Situationen gut gelöst. In der einen Szene kann es vielleicht Elfmeter geben. Wie haben Sie die Szene gesehen? Wie haben Sie generell sein Debüt gesehen? Die Szene habe ich noch gar nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht bewerten. Und alles andere sagt das Ergebnis aus. Wir spielen zu null. Und das war ein Ziel für das zweite Halbjahr, dass wir hinten stabiler stehen. Alex hat eine Wirkung auf seine Neben- und Vorderleute. Das hat er kommunikativ heute sehr gut gemacht. Und das hilft natürlich den anderen Spielern. Und deswegen kommt auch mal so ein Spiel zustande, dass der Gegner relativ wenig Momente hat mit klaren Chancen. Und ich denke, dass die Verpflichtung auch letztendlich unterstreicht. Ja, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ein herzliches Dankeschön an Sie für Ihr Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise und Ihnen allen schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal hier bei uns im Stadion an der Haftstraße. Tschüss.